es wahr. Hallo und herzlich willkommen zur Lektion 40. Heute geht es wieder um Schlagfertigkeit, nie wieder sprachlos. Und natürlich heute wieder ins Klassenzimmer von Matthias. Wir lernen wieder, ich glaube, eine neue Technik heute. Und es geht wieder bei dir darum, sie aufzuschreiben und natürlich heute direkt im Tag einzusetzen und auszuprobieren, was du heute gelernt hast. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Es gibt natürlich auch wieder eine Meditation heute. Mach die. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, tschüss! Ja, heute steht wieder Kommunikationsschlagfertigkeit auf dem Stundenplan und daher bin ich wieder im Klassenzimmer von Matthias. Und Matthias, heute lernen wir eine Technik, die hat eigentlich mit einem Naturgesetz zu tun, mit dem Polaritätsgesetz. Erzähl uns mal, wie man das Polaritätsgesetz in der schlagfertigen Kommunikation, schlagfertigen Rhetorik einsetzen kann. Da bin ich jetzt gespannt. Diese Technik nutzt ein Phänomen des Lebens. Alles Negative hat irgendwo auch etwas Positives. Dieses Phänomen nutzen wir für schlagfertige Antworten aus. Sie hören den Vorwurf und überlegen, worin liegt hier eventuell ein Nutzen oder Vorteil? Eine selbsterlebte Geschichte. Es ruft ein Kunde an. Es geht um ein Firmenseminar. Wir diskutieren und der Kunde sagt, Herr Pöhm, Sie sind aber teuer. Und ich sage, stimmt, ich bin gut. Anderes Beispiel. Ich komme in ein Seminar. Ich beginne, es sind nur sehr wenig Teilnehmer da. Einer von ihnen sagt, oh, hier sind aber wenige. Sage ich, stimmt. Sie werden heute maximal von diesem Seminar profitieren. Erkennen Sie das Prinzip? Sie hören den Vorwurf. Sie schauen, wenn der Vorwurf zutrifft, was ergibt sich für einen Nutzen daraus? Und den schießen wir als Antwort zurück. Letzte Woche haben Sie das Gegenteil behauptet. Stimmt, ich lerne schnell dazu. Damit uns jetzt wieder gute Antworten schnell einfallen, wenden wir eine Antwortschablone an. Das heißt nicht, dass Sie auf diese immer wörtlich zugreifen sollen, aber sie wird Ihnen helfen, in jedem Vorwurf nach dem Positiven zu schauen. Und diese Antwortschablone lautet: Wenn Sie damit sagen wollen, dann gebe ich Ihnen recht. Wenden wir diese Schablone auf die Beispiele von eben an. Sie sind ganz schön teuer. Wenn Sie damit sagen wollen, dass ich gut bin, dann gebe ich Ihnen recht. Ach, hier sind aber wenig im Seminar. Wenn Sie damit sagen wollen, dass Sie heute maximal profitieren werden, stimme ich Ihnen zu. Jetzt wieder eine Aufgabe für Sie, liebe Zuhörer. Geben Sie bitte eine Antwort, die Sie einleiten mit »Wenn Sie damit sagen wollen« und dann formulieren Sie einen Nutzen oder Vorteil. Als Geschäftsführer sind Sie viel zu jung. Wenn Sie damit sagen wollen, dass ich unverbraucht und dynamisch bin, dann sehe ich das auch so. Damit Sie erkennen, dass die Formulierung, wenn Sie damit sagen wollen, nur eine Hilfskonstruktion ist, um einfacher auf gute Inhalte zu kommen, zeige ich Ihnen noch eine andere Möglichkeit. Stimmt und dann die positive Ergänzung. Als Sie geboren wurden, hat's wahrscheinlich geregnet. Stimmt, der Himmel hat geweint, weil er seinen liebsten Stern verloren hat. Sie sind ein arroganter Schnösel. Stimmt, ich bin selbstbewusst. Hier noch zwei weitere Formulierungshilfen, um das Positive herauszustellen. Sie kommen wohl aus kleinen Verhältnissen. Irgend so ein Kuhkaff, Vater war wohl Arbeiter. Sie wollen damit sagen, dass ich bescheiden geblieben bin. Oder? Sie kommen wohl aus kleinen Verhältnissen. Sie meinen also, dass mein Aufstieg umso gigantischer ausfallen wird? Ja, meine
heutige Aufgabe an dich ist es, mach dir kurz, schreib dir diesen Schablonensatz. Zum Beispiel, wenn XY bedeutet, dann schreib dir diesen Satz in dein Arbeitsheft und jetzt versuche im heutigen Tag diese Technik so viel wie möglich einzuwenden, einfach wieder zu üben. Das ist der heutige Tagesaufgabe.